Ja, na gut. Paimon ist schon bis hergegangen. Verspürt aber immer noch nichts. Fühlst du dich irgendwie nicht gut? Naja, alles beim Alten. Hey, dann ist ja gut, aber Paimon macht sich immer noch Sorgen. Wenn du plötzlich umfällst, wie soll Paimon dich dann rausziehen? Aber wir sind jetzt schon so weit gegangen. Wir können Nacker und die anderen schon nicht mehr sehen und hören wahrscheinlich auch nicht. Was jetzt? Paimon hat's. Vielleicht werfen wir uns doch ein, werfen sie uns noch so einen Kasten rein, mit dem sie dann mit uns sprechen. Das wäre schon praktisch. Das werden wir schon erfahren, Pa. Mal sehen, mit was für einem tollen Te mit was für einer tollen Technik sie uns kommen. Hey, Phantom Heart, kannst du mich hören? Also einfach rufen. Hey, ich höre dich! Habt ihr irgendwelche Beschwerden? Alles normal. Wunderbar, bitte nähert euch jetzt weiter dem Überwachungsanker. Ihr müsst ihn inzwischen sehen können. Wenn der Überwachungsanker geborgen wird, wechselt ihr in den Schlafmodus und strahlt keine Energie mehr ab. Dann können wir reinkommen. Hey, sei vorsichtig. Wenn du dich schlecht fühlst, verschwinden wir sofort von hier. Na gut, sammeln wir das Teil ein. Ihr habt den Anker tatsächlich ohne ein Werkzeug geborgen. Und das auch noch ganz locker und entspannt. Wirklich beeindruckend. Als wir das letzte Mal einen Anker geborgen haben, mussten wir mindestens zu dritt arbeiten. Oha, ich bin überzeugt davon, dass du das Talent bist, nach dem das Forschungsinstitut gesucht hat. Mit deiner Hilfe können wir mit halbem Aufwand die doppelte Arbeit erledigen. Also gut, ich nehme den Anker an mich. Wir brechen gleich auf und erstatten dem Forschungsinstitut Bericht. Warte, was mit Fräulein Kroni? Warum ist sie nicht hier? Fräulein Kronis Reaktion, ihre Übelkeit war sehr schwerwiegend. Sie ruht sich oben aus. Sie hat Medizin genommen. Keine Sorge, sie muss sich nur etwas zurücknehmen. Wie, Fräulein Kroni, was machst du auf einmal hier? Daraus ist plötzlich eine Bande mechanischer Monster aufgetaucht. Da bin ich sofort reingerannt. Sie sind gleich hinter mir. Überlass das mir. Vorsicht, Phantom Heart, sie sind gleich da drüben. Ach, nicht lang schnacken, Kopf im Nacken. Ein paar tanzende und randalierende Roboter. Hauen wir doch, Elsack, locker, kurz und klein. Werden dann, Elsack, noch die ganzen Forschungsdaten hier in Brand stecken. So und nicht anders. Wird das hier in Angriff genommen? Retribution! Stabilized. Order guide you. There is no escape. Torn to oblivion. Illusion shattered. Light. Verdict is better than nothing. This is order. There is no escape. Judgment. Tja, Mission abgeschlossen. Puh, zum Glück war Phantom Heart zur Stelle. Diese Schrotthaufen müssen die Uhrwerkmecker sein, die das Institut früher eingesetzt hat, um den Energiefluss zu überwachen. Sie sind mit Geräten zur Überwachung des Energieflusses von Arkium ausgestattet. Sie stromern jetzt so unkontrolliert umher, aber anscheinend haben sie sich hier versammelt, nachdem sie die Energie, die von dem Arkium ausgestrahlt wurde, registriert haben. Herr Nacker, solltet ihr vom Forschungsinstitut Fontaine nicht die Verantwortung für die außer Kontrolle geratenen Mecker in der Wildnis übernehmen? Da kann ich nicht widersprechen. Sie sollten die Verantwortung übernehmen. Oh? Wenn du wirklich die Möglichkeit hast, die Verantwortlichen dazu zu bewegen, aus ihren Löchern zu kriechen und den Mund aufzumachen. Darüber hinaus empfehle ich dir eindringlich, dich hier auszuruhen, Fräulein Kroni. Die Herren Choisul und Raimondo werden die ganze Zeit am neuen Standort des Forschungsinstituts bleiben. Du kannst sie auch noch interviewen, wenn du dich besser fühlst. Genau, du konntest ja gerade, als du dich übergeben hast, gar nicht richtig stehen. Du solltest nichts erzwingen. Die Gesundheit geht vor. Nein, das geht nicht. Das Interview mit Choisul ist ja der letzte Schritt, nicht der erste. Ich möchte Herrn Nacker begleiten, weil ich mir ein eigenes Bild von der Umgebung machen und handfeste Beweise sammeln will. Wenn ich bei seiner Befragung einen Beweis in der Hand habe, kann er mich nicht mehr so abwimmeln wie zuvor. Hey, schau!
Habe ich nicht selbst gerade die angeblich harmlose Strahlung des Archeums am eigenen Leib erfahren? Sobald ich zurück am Forschungsinstitut Fontaine bin, werde ich alles zutage fördern, die ganze vertuschte Wahrheit. Naja, ich bewundere deine Professionalität aufrichtig, Fräulein Kroni. Aber bist du dir sicher, dass du den weiteren Weg gehen kannst? Keine Sorge, ich werde schon nicht zurückfallen. Ich bin schließlich Reporterin. Also, ich würde jetzt sag mal sagen, das könnte doch jetzt sag das angesprochene, seit längerer Zeit angesprochene Energieproblem hier in Fontaine sein. Das Archeum. Okay, und für den weiteren Weg werden wir jetzt einfach mal kurzzeitig teleportieren. Kurzzeitig teleportieren für den nächsten Abschnitt der Quest. Wir sind da, das ist Marianne Gedenkpark. Lass uns umschauen und mal sehen, was es... Du sagst Park, Pamakne, wirkt nichts Parkartiges entsehen. Tja, bei der Explosion wurde diese... Aber vielleicht haben wir ein paar, was weiß ich, Schriftrollen überlebt. Berge das Forschungsmaterial. Ah, da drüben. Dieses Dokument ist ja total zerfallen. Lass sie einfach liegen. Experimentelle Berichte über das Mini-Einzelpersonenaufnahmegerät. Maldé wird sich ja darüber freuen. Er wollte schon immer in die... Hahaha. Ha, ha. Na gut, weitere Forschungsdaten. Wo sind die denn jetzt hier? Tja, ich sehe hier in dem Zusammenhang leider nichts. Ah, warte, doch hier. Ich schätze, das sind nur ein paar vergriffene Exemplare vom Dampfvogel. Das sind die Finanzberichte des Forschungsinstituts. Am besten nehmen wir es mit. Vielleicht wird es nützlich sein. Tja, also in der Gegend waren wir schon mal. Mal sehen. Vielleicht liegt hier noch was unter den Kanistern. Diese Haufen Kanister, sind das auch Vermögenswerte? Ich denke schon, wir müssen sie entfernen. Na gut, hier scheint es wirklich nichts Nützliches zu geben. Wir sollten von ihr verschwinden. Ein Forscher, der einstmals mit Edwin Eastinghouse zusammengearbeitet hat, tritt jetzt Kanister in den Ruinen umher. Und gleichzeitig beschwert sich das Forschungsinstitut Fontaine, dass es nicht genug Personal hat. Hey, über die Vorgehensweise dieser Forscher kann man sich echt nur wundern. Der Wert eines jeden drückt sich unterschiedlich aus und mein Wert zeigt sich heute im Kanister treten. Aber ich habe gehört, dass deine Stimme am Forschungsinstitut einiges an Gewicht hatte, bevor Edwin alles in die Luft gejagt hat. Man kann sogar sagen, nur er hatte mehr zu melden. Was ist Herr Nacker wirklich so mächtig? Das ist nicht länger von Bedeutung. Heute bin ich nur noch jemand, der das Projekt überlebt hat und einer derjenigen, die das Zentrallaboratorium zu dem gemacht haben, was es jetzt ist. Das ist die einzige Information, die ich dir liefern kann, Fräulein Kroni. Ich finde, diese Aussage enthält eine Menge Informationen. Das muss ich mir aufschreiben. Hey, wo ist denn mein Schreibzeug? Meine ganze Tasche ist weg. Ich habe sie doch gerade neben diesen äußerst seltsamen Mecker gestellt. Wieso sind jetzt meine Tasche und der Mecker weg? Meinst du den hinter dir? Hä? Hilfe! Tja, ein weiterer Mecker ist jetzt hier mal aktiviert. Um dann gleich mal frische Brötchen ja vom Bäcker zu holen. Hey! Hallo, Roboterhund? Gott! Der hat schon mal das Zeitliche gesegnet. Schade, sie hätte das gleiche jetzt erst auch haben können. Gut. Genau das hatte ich jetzt erst auch so geplant. Zwei Meckers einfach besiegt, indem wir sie ablaufen ließen.
so schade, dass es... Was ist denn mit diesen Mecha-Monstern los? Warum bewegen sie sich einen Moment und im nächsten Moment wieder nicht? Ich würde, dass jeder seine Frage hätte beantworten können, die jetzt nur der Unpässe ist. Wir gehen besser schnell zurück zum Forschungsinstitut Fontaine. Wartet doch. Ich habe hier doch irgendwo einen Teleporter gesehen eben. Ah ja, da drüben. Beim letzten Mal, wo wir allerdings hier waren, da sind wir, er sagt, tauchen doch gegangen. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, beim letzten Mal waren wir hier tauchen. Gut, nächster Teleporter aktiviert. So, dann geht es jetzt also endlich mal zum neuen Forschungsinstitut. Also damit müssen wir auf jeden Fall den ersten Teil unserer Prüfung abgeschlossen haben. Damit haben wir jetzt also die Zulassung wohl gleich erhalten, beim ehemaligen Zentrallaboratorium unser Unwesen zu treiben. Würde ich mal meinen. Ach, Raimondo, es gibt doch keine Probleme damit, oder? Choisul, alles verläuft in seinem vorgeschriebenen Bahn. Umlauf für Umlauf, es gibt keinerlei Abweichung. Sie weisen also keine Abweichung auf, ich habe nur Angst, mir könnte es schwarze Augen werden. Herr Choisul, Herr Raimondo. Ah, Nacker, schön dich zu sehen. Hast du schon diese Anker sichergestellt? Ich bin mir sicher, Nacker hat seine Aufgabe wie üblich perfekt ausgeführt. Richtig, kann ich euch beiden einen kurzen Bericht erstatten? Mit der Hilfe von Phantom Heart wurde der Anker ohne jegliches Werkzeug erfolgreich geborgen. Hervorragend, du kannst einen Anker ohne Werkzeuge bergen, das ist ja beachtlich, danke. Im gesamten Forschungsinstitut können wir momentan nur 3 vollständige Sätze der Ausrüstung aufbringen und ich mache mir immer noch Sorgen, wie wir die Anker schnellstmöglich herausbringen können. Naja, ich habe eigentlich nichts Besonderes gemacht. Also eigentlich hat es sich angefühlt wie all die anderen Missionen, die wir bisher erledigt haben. Nein, nein, wenn du einen Anker zurückbringen kannst, dann ist das schon etwas Besonderes. Gibt es kritische Daten in dem Anker, Herr Choisul? Ha, natürlich nicht. Belanglose Daten, Fräulein Kroni. Ich stimme deinen Standpunkt zu. Schließlich strahlen belanglose Daten hier keine Energieflüsse, die schädlich für den Organismus sind, aus. Energieflüsse? Ich meine, natürlich, dafür muss es, naja, es braucht, technische Sicherheitsvorkehrungen, Ich möchte wirklich gern wissen, warum das Forschungsinstitut nach der Explosion des Forschungsinstituts Fontaine diese Anker, mit denen man die Energieflüsse des Archeums misst, in der Umgebung installiert hat. Natürlich, das ist ja offensichtlich. Diese Anker, werden gerade zur Messung eingesetzt. Ja, zur Messung. Fräulein Kroni spricht so schnell wie... Dendro-Schleim, der in Flammen steht. Lass mich etwas offener ausdrücken. Wie will das Forschungsinstitut Fontaine mit der ganzen Geschichte um die Explosion verfahren? Genau, diese Frage wollte ich gerade beantworten. Das ist eine sehr gute Frage. Ihre hohe Relevanz liegt daran, dass sehr viele Menschen sich damit beschäftigen. Fräulein Kroni, ich bin wirklich sehr erfreut, dass du wieder zu uns gekommen bist. Ich muss an Herrn Choisuls Stadt betonen, dass sich an dem Plan, wie das Institut mit der Explosion umgeht, nichts geändert hat. Nachdem wir das gesamte wiederverwertbare Forschungsmaterial von alten Gebäuden sichergestellt haben, werden wir das Zentrallaboratorium demontieren und alle Anstrengungen unternehmen, die natürliche Umgebung wieder in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen. Das Zentrallaboratorium, ist das nicht das Gebäude, das in der Luft schwebt? Wie sollte ein schwebendes Gebäude demontiert werden? Naja, in die Luft jagen, so wie früher. Es ist natürlich kein so ein simpler und brutaler Plan. Bei dieser Demontage werden wir die neue Errungenschaft des Forschungsinstituts, unseren experimentellen Feldgenerator, einsetzen. Dieses Gerät kann das Gravitationsaufhebungskraftfeld rund um die Ruinen des Forschungsinstituts Fontaine aufheben und die Ruinen sicher zu Boden bringen. Aber dieser experimentale Feldgenerator befindet sich doch selbst in den Ruinen. Außerdem ist er auch ein Resultat von Edwin
Edwin Eastinghouses Forschung und nutzt die Energie des Archeums. Du sagst also, dass das Forschungsinstitut Fontaine nicht bereit dazu ist, das harmlose Archeum-Projekt aufzugeben. Ich glaube, sie werden das Archeum-Projekt nicht einfach so aufgeben. Konntest du Fräulein Kronigs Gedankengang folgen? Nein, ich habe nur ihren letzten Satz wiederholt. Hallo, machst du das, weil es so aussehen soll, als ob du es das verstehst? Jo. Also kurz gesagt, das Forschungsinstitut Fontaine unternimmt immer noch gefährliche Vorhaben mit gefährlichen Mitteln. Auf den Punkt gebracht, Klein Paimon. Wenn man nur vom Risiko spricht und die kontrollierbaren Aspekte außer Acht lässt, dann ist es sogar gefährlich, über die Straße zu laufen. Außerdem solltest du wissen, dass die Energiequelle, die wir verwenden, das neue und stabile Trimorphe Archeum ist. Wie unterscheidet sich das von normalen Archeum? Hat das neue Wort davor eine Bedeutung? Das scheint mir ein rein theoretisches Manöver zu sein. Herr Scheuße-Ul führt sich sicher gerne eine tiefgründigere Diskussion über die Rhetorik mit dir. Aber ich habe Herrn Nacker schon zu lange warten lassen. Das ist nicht so höflich. Herr Nacker, ich gehe davon aus, dass du alles erledigt hast, was ich dir aufgetragen habe. Mit Phantom Hearts Hilfe ist alles glatt gegangen. Ist es ein Abenteuer, das sie beworben hat? Nacker erzählt Raimondo, was bisher geschehen ist. Dabei hebt er die beeindruckende Fähigkeit von Phantom Heart, den Überwachungsanker zu bergen, hervor. Er geht auch kurz auf die eiserne Professionalität von Kroni ein, sowie auf die schwere Brechreaktion, die sie hatte. Sollte das eine harmlose Neckerei in Richtung der engagierten Reporterin sein, wie das Lächeln auf Nackers Lippen vermuten lässt? Das ist wirklich eine Seltenheit, eine ausgesprochene Seltenheit. Ich bin äußerst froh, dass du dich beim Forschungsinstitut beworben hast, Phantom Heart. Nachdem das Forschungsinstitut Fontaine eine Ewigkeit vom Pech verfolgt wurde, scheint es endlich einmal einen Glückstreffer gelandet zu haben. Ich bin mir sicher, dass du uns eine unschätzbare Hilfe sein wirst. Naja, das sind die Dokumente, die ich unterzeichnet habe. Oh, leg sie dorthin, ich kümmere mich... warte mal, und kümmere dich nicht um ein paar Papiere. Was, willst du dir die Dokumente nicht anschauen? Wir haben eine Ewigkeit gebraucht, um sie auszufüllen, und Herr Desnos schien auch großen Wert darauf zu legen. Ha, die Dokumente sind gewiss nicht nutzlos. Zumindest geben sie uns eine Grundlage, die Nichtnutze auszusieben. Und was dich angeht, ich bin mir sicher, dass deine Fähigkeiten alles um Welten übersteigen, was die Dokumente zu fassen vermögen. Also kümmern wir uns nicht weiter um dieses Papierkram. Ihr Nutzen ist am größten, wenn sie uns nicht im Weg stehen. Also können wir davon ausgehen, dass wir die Prüfung bestanden haben? Zweifellos richtig. Ich werde die Verträge und die Anweisungen, die ihr für die kommenden Aufgaben unterschreiben müsst, persönlich vorbereiten. Bis dahin, Herr Nacker. Ja, hier bin ich. Nutzen wir es aus, dass Fräulein Kroni offenbar gewillt ist, die Energiesicherheitsfragen mit Herrn Scheuße-Ul zu diskutieren. Am besten du zusammen mit Phantom Heart die letzten beiden Überwachungsanker zurück. Die Arbeit an der Energieflusskontrolle ist fast abgeschlossen. Und alles, was noch übrig ist, ist die Zusammenfassung der Daten. Wie auch immer, die Situation ist endlich unter Kontrolle. Wollt ihr irgendwo hin? Ich komme mit. Das Fräulein Reporterin hat ein scharfes Gehör. Na gut, beschaffe die verbleibenden Überwachungsanker. Mal... Oh, verdammt nochmal. Das scheint jetzt, wie es aussieht, doch ein bisschen länger zu dauern. Andererseits, so könnten wir, nochmal ein bisschen am Fluss längs gehen. Von irgendwoher müssten wir jetzt noch ein paar weitere Seesterne kriegen. Und wenn ich von hier, wo dann? Anscheinend wohl dann doch von einem ganz anderen Gebiet. Als ursprünglich angenommen. Keine Seesterne, nur chillende Robben.
Okay. Eigenartig. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, wir hätten hier jetzt irgendwo einen Teleporter rumliegen. Aber der Teleporter scheint jetzt an der Stelle wohl komplett anders zu sein. Tja, dabei müssten wir wohl theoretisch was anderes noch aktivieren. Das scheint sich ja, er sagt nichts zu tun. Oder anders gesagt, das ist wohl ein anderes Rätsel, wofür ich, er sagt, die Lösung jetzt nicht kenne. Naja, dafür haben wir jetzt erstmal wieder neues Erz. Und scheint anscheinend immer noch nicht, er sagt, die Seesterne wiederzufinden. Also bis jetzt hatten wir die bloß ein einziges Mal richtig gefunden. Aber bis dahin leider jetzt also auch kein einziges Mal wieder. Tja, selbst hier unten befinden sich diese Seesterne nicht. Nur massig Blumen. Tja, und hier unter Wasser sieht es ja auch nicht besser aus. Das ist doch jetzt also wirklich sehr eigenartig. Und jetzt scheinen wir so oder so wieder an der Stelle hinausgekommen zu sein, wo wir gestartet sind. Abgesehen davon natürlich, dass auf der Seite jetzt Fatui sind. Denn sei es drum, holen wir uns jetzt erstmal hier den nächsten Anker ab. Naja, vielleicht gleich. Oh.
Wobei, so gleich wird es ja wird auch doch nicht sein. Wieso hatte ich jetzt eigentlich an der Stelle gesagt wieder mein Schild verloren? Inazuma scheint eternal. Illusion shattered. Light out. Stabilize. I will have order. This one's well done. You need to hurry up. Solidify. Okay, dauerte es jetzt sagt doch mal wieder ein bisschen länger, diesen Plänkler hier zu besiegen. Illusion shattered. Now you shall perish. Tja, so viel Aufwand, nur um einen kleinen Anker zu bergen. I will have order. Gather. Judgment. You need to hurry up. Roast fry. There is no escape. Aber so lange brauchen wir jetzt, sagt zum Glück ja auch nicht mehr. Stabilize. Gut, jetzt müssen wir allerdings erstmal. Den Teleporter aktivieren, was aus meiner Sicht jetzt erstmal hier am wichtigsten ist. Scheint sich wohl irgendwo dort oben zu befinden. Der nächste Teleporter ist aktiviert. Jetzt müssen wir bloß noch die Daten finden. Okay, das waren jetzt sagt nicht die richtigen Daten. Aber wir müssen auch irgendwie hier hineingelangen. Wie sind wir jetzt an die Stelle hier gelangt? Haben die Forscher, die hier ihre Freizeit verbracht, ist es überhaupt menschenwürdig? Hat das Forschungsinstitut Fontaine jemals daran gedacht, die Renovierung dieses Ortes zu einer Priorität zu machen? Hier muss es einen Überwachungsanker geben, wie Fräulein Kroni gerade bemerkt hat. Gibt es einen dringenden Bedarf, diesen Ort zu renovieren? Und die Menge der Energiespeicher ist begrenzt, oder anders gesagt, es gibt Versorgungsengpässe. Wenn ich meine Fragerunde mit Fräulein Kroni habe, bitte ich dich, Phantom Heart, den Überwachungsanker zurückzuholen. Tja, meinetwegen. Erstmal eine kurze Trinkpause. Und dann holen wir eigentlich auch so gleich den nächsten Anker ab. Sagte er und war sich jetzt erstmal nicht so sicher.
was getan werden musste. Abgesehen oder sorgt davon. Oh, Tagebrenne Forschers, ich brauche unbedingt Schlaf. Doch in Kürze muss ich an der Sitzung des Forschungsgruppe teilnehmen. Ich darf nicht schlafen, darf nicht schlafen. Ich hoffe wirklich, dass der Gruppenleiter nicht plötzlich auftaucht, während wir Mittagessen, um über die Arbeit zu reden. Die Atmosphäre wird dann gleich so ernst. Die Qualität des Kaffees im Institut wird wirklich immer schlechter. Es schmeckt wie aufgebrühtes Segelmeerwasser. Da trinke ich lieber Fonta. Wann werde ich endlich in eine andere Projektgruppe wechseln können? Ich habe wirklich keine Lust, mich weiter mit Dr. Mosso, intelligentem Lügendetektor, zu beschäftigen. Ohne sein Vermächtnis sind wir wie Köche an einer Werkbank, die zwar das Feuer entzünden, aber kein Metall herstellen können. Angeblich soll das Institut einige Abenteurer damit beauftragt haben, weiter nach Dr. Mossos Basis zu suchen. Meiner Meinung nach sollten wir warten, bis sie gefunden ist und erst dann mit dem Projekt beginnen. Die Verzögerung wäre hinnehmbar. Jetzt, ohne die erforderlichen Informationen unbedingt mit der Forschung zu beginnen, zu wollen, nur weil wir mehr Leute sind, bedeutet das nicht, dass wir zu Dr. Mosso aufschließen können. Ah ja. Na gut. Ah, der Überwachungsanker ist der Sack da drüben. Ja, meinetwegen. Also, ich glaube, dieser Anker, dieser Energietank ist jetzt noch nicht aufgefüllt. Menschenskinder, die Kamera ist nun wirklich also hier sehr schlecht zu bedienen. So, jetzt aber. Gut, was haben wir noch hier zu aktivieren, wenn ich ja sag schon mal dabei bin? Hm, hier noch was zu entziffern? Mal sehen, Diagrammzeichen 4. Teilhard hat die geheimen Diagrammzeichen tatsächlich überall hingeschmiert und Überfluss sogar noch die von Herrn Butor hinterlassene Formel für das säubende Lösungsmittel entfernt. Dank ihm sind nun alle unsere Anträge auf Projektfinanzierung abgelehnt worden. Das war's dann wohl mit meiner leuchtenden Zukunft. Nicht nur, dass es für die traditionelle Abteilung für Forschung und Entwicklung von Urwerkmecker keinen Platz mehr am Institut gibt. Nein, das gilt wohl ebenso auch für mich. Wie wäre es so mit einer Anstellung im Fort Meropit? Dort werden doch Ingenieure händering gesucht. Ich mache nur Spaß, ich gehe doch nicht nach Fort Meropit. Die sollen dort ja nicht mal Fenster haben. Ich habe stattdessen beschlossen... Song Li, Ruhe bitte! Ich habe stattdessen beschlossen, etwas Gutes zu tun und obwohl Herr Butor nicht mehr unter uns weilt, konnte ich anhand der von ihm hinterlassenen Daten die Formel für das Säubern der Lösungsmittel wiederherstellen. Ich werde die Formel hier aufschreiben, damit jeder, das hier liest, es mischen und den von Tyler hinterlassenen Quatsch beseitigen kann. Die Formel lautet wie folgt, der nachstehende Text wurde entfernt. Tja, nicht so aufschlussreich. Es scheint alles gut gelaufen zu sein, wir haben keine Zeit zu verlieren, lass uns zum nächsten Ort gehen. Ja doch, der nächste Ort. Ach, verdammt nochmal. Tja, erstmal ein bisschen Mittagessen für Diluc. Und danach... Ja, nächste Reihe.
nächste Fatuis. Aber eigentlich will ich ihr sagen, mehr hier in Meeresgegend mal rumlaufen. Ah, jetzt ist aber noch ein paar weitere Uhrwerk-Meckers. Im Großen und Ganzen scheine ich aber trotz allem die Seesterne an der vollkommen falschen Stelle wohl zu suchen. Das ist ja irgendwie offensichtlich. Hä? Habe ich hier drin eine Schatzruhe geöffnet oder was war das eben? Naja, wie dem auch sei. Hier gibt es erstmal noch ein paar weitere Meckers zu besiegen. Bevor wir dann erstmal gleich... Ja, hier gibt es auch Uhrwerk-Mecker. Bevor wir den letzten Anker bergen können. Illusion shattered. This is order. Inazuma shines eternal. There is no escape. You can't run. Ah, verdammt, da ist ja noch ein dritter, aber der scheint uns erst jetzt nicht zu bemerken. Oder uns auch nicht bemerken zu wollen. You can't run. Now you shall perish. This is order. Solidify. Shiver. Burn. Shine down. Order guide you. Okay, die nächsten Gardemeckers sind also gleich besiegt. Und können uns gleich dann wieder mit der Bergung beschäftigen. So blöd eigentlich auch, dass dieses Gebiet Liffey eigentlich nicht so recht auf der Karte angezeigt wird, aus irgendeinem Grund. So, hier müsste es auch einen Überwachungsanker geben. Ich öffne euch die Tür. Die Bergung ist nun deine Aufgabe. Danke, Phantom Heart. Wirklich? Das geht jetzt so einfach? Tja, meine Naja. Ja, eine einfache Bergung. Nur ein paar Überwachungsmeckers sind hier. Natürlich keine große Sache. You should really bring the Knights of Favonius with you next time. Okay, jetzt ist er auch mal wieder nicht so ganz klar.
Okay, ich verstehe jetzt mal wieder. Naja, oder auch nicht. I still have a lot to do at the guild. How about you take a rest while I go back? Gut, ich denke mal, damit kommen wir jetzt weiter. Naja, der letzte Anker, wieder Sack. Ah, jetzt auf einmal werden die aktiv. Tja, der letzte Überwachungsanker, wieder, sag mal, ein paar Gardemecker. Tja, ist auch Teil der Eignungsprüfung. Okay. Nach der Anfangsphase der Eignungsprüfung werden sie versuchen, unter der... Aha. Tja, es geht ja bloß eines. Kämpfen oder lesen, in diesem Falle... Muss es natürlich bloß das Kämpfen sein. So, und der Typ hier nervt langsam. Order guide you. Stabilize. Time for retribution. Ha! Ha! Gut, die nächste Berichterstattung für Raimondo. Wird dann also in Kürze stattfinden. I will have order. Shine down. Hat sich die andere Kiste... Nein, die andere Kiste hat sich noch nicht geöffnet. Judgment. Wäre aber auch an der Stelle auch ein bisschen zu einfach jetzt gewesen. We'll need more where that came from. Gut, nächste Mission abgeschlossen und dann ist auch noch ein gratis Sofa gekriegt. Ist doch jetzt also kein schlechtes Arbeitsergebnis.